Television Zwickau. Deine Region im Bild. Comedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Musikalischer Sommerwind in Beiersdorf. Wieder freie Fahrt auf der Stenner Straße und Vielauer Hauptstraße bald wieder frei. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe von Tag aktuell. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Dieses alte Volkslied von Johann Gottfried Säume kommt derzeit in Beiersdorf zu neuer Popularität und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ein singendes Ehepaar ist in den alten Landgasthof eingezogen und möchte das Gebäude unter dem Namen Sommerwind wieder zum kulturellen Mittelpunkt des Dorfes machen. Am Samstag ist es soweit. Drei Jahre war der Landgasthof in Beiersdorf geschlossen. Am kommenden Wochenende zieht in den einstigen kulturellen Mittelpunkt des Dorfes wieder Leben ein. In dem 108 Jahre alten Gebäude weht künftig ein musikalischer Sommerwind. Verantwortlich dafür ist ein Gesangsduo aus Baden-Württemberg. Unter dem Namen Sommerwind feierten Jana und Peter Forgatsch bereits weltweite Erfolge. Im vergangenen Jahr haben die beiden ihrer Heimat Ade gesagt. Aus ihrem Traum von einem Leben in Südamerika wurde jedoch ein Neustart in Sachsen. Wir wollten uns eigentlich in Südamerika niederlassen. Wir waren auch in Paraguay und Brasilien. Das hat uns sehr gut gefallen, aber war doch zu weit weg und Familie. Und wir haben schon ein bisschen Sehnsucht gehabt nach der Heimat. Und wir sind ja hier sehr viel rumgefahren, haben Musik gemacht, 25 Jahre lang, hauptsächlich im Hotel Sonnenhof. Da haben wir in diesem kanadischen Blockhaus unsere internationale Starparade aufgeführt und sind von da aus ins Land raus und haben dort Musik gemacht. Die Leute, die da hinkamen, haben uns da einfach eingeladen. Und da sind sehr viele Leute gewesen aus Sachsen und Thüringen, die uns da besucht haben. Wir haben es als sehr angenehmes, nettes Publikum empfunden, haben gesagt, wenn wir unseren Traum erfüllen, einen eigenen Gasthof aufzumachen, dann warum sollen wir nicht auch in den neuen Bundesländern suchen? Und da haben wir diesen wunderschönen Gasthof hier gefunden. Das war auch der erste, den wir angeschaut haben. Haben wir noch 20 weitere angeschaut. Keiner war so schön wie hier, der in Beiersdorf. Und da sind wir wieder zurück und haben uns hierfür entschieden. Eine gute Wahl. Bieten doch die Räume des alten Gasthofes alle Voraussetzungen für die ehrgeizigen Pläne, die das Künstlerehepaar in Beiersdorf verwirklichen will. Der Sommerwind wird mit viel Musik zu tun haben. Wir sind also in erster Linie ein Unterhaltungslokal und wollen die Menschen mal hier auch im Dorf wieder mal so richtig auf die Beine bringen und alle freuen sich unheimlich darauf. Und wir möchten gerne ein bisschen Einzugsgebiet haben. Wir stellen uns vor, ja, dass Reisebusse zu uns kommen, die unsere internationale Starparade sehen wollen. Die ganzen Räumlichkeiten sollen immer viel Musik gefüllt sein und Freude. Dieses Anliegen wird schon beim Betreten der Dorfschenke spürbar. Die Technik zur Unterhaltung der Gäste steht einsatzbereit vorm Kamin. Das Vereinszimmer nebenan wurde zur Bar umgestaltet. Hier wird jedes Wochenende Musik sein mit einem DJ. Hier können die Leute Bier trinken, Cocktails trinken, hier kann gefeiert werden, hier darf auch geraucht werden. Also wir haben Stehtische hier reingestellt, weil es einfach einfacher ist, seinen Platz zu wechseln, als wenn sie auf ihrem Stuhl fest sitzen. Dann bleiben sie den ganzen Abend meistens auf dem Stuhl sitzen und wehe, sie gehen mal auf Toilette, dann ist der Platz weg. Und hier ist dauernd Bewegung. Hier können die Leute natürlich auch tanzen. Und das macht es alles ein bisschen einfacher und lockerer. Und wer nicht mehr stehen kann, der kann sich dann auf diesen Bänken außen hinsetzen und ausruhen. Prunkstück des Gasthofes ist der 1906 erbaute und mit reicher Ornamentik verzierte Saal. Um dem Raum seine alte Schönheit zurückzugeben, war ein gehöriger Kraftakt nötig. Der Boden war ja total grau. Jeder hat nur drauf gewachst.
Es war ja auch kein Eigentümer hier. Wir haben es gepflegt, da war mir der Wachs drauf. Da war eine wunderbare Schutzschicht. 5-6 mm Schutzschicht, deswegen ist er noch so gut erhalten. Und dann haben hier zwei Männer eine Woche lang von morgens bis abends den Boden abgezogen. So lange hat es gedauert und dann halt neu eingelassen. Die Wände sind teilweise neu verputzt und neu gestrichen. Natürlich neue Gardinen haben wir gemacht, die Fenster gestrichen. Und vor allen Dingen diese Musikanlage, es ist ja so schwierig, den Raum zu beschallen. Das ist also ein großes Problem. Wir haben hier einen Fachmann geholt, der uns denn diese Lautsprecher da seitlich angeordnet hat, dass die Leute also dicht am Lautsprecher sitzen, dass man das leiser machen kann. Und dann mit Zeitverzögerung eingebaut, dass der Hall sich nicht so überschlägt. Teppiche unter den Tischen tragen ebenfalls zur Verbesserung der Akustik bei. Seine Feuertaufe erlebt der Saal am Samstag, wenn die internationale Starparade erstmals in Beiersdorf über die Bühne geht. Der Eröffnungsball ist nur der Auftakt für weitere Tanzveranstaltungen im Gasthof Sommerwind. Dann werden wir Kapellen einladen aus der Umgebung, die hier auch bekannt sind. Wir wollen uns also nicht selber laufend präsentieren, ist ja langweilig. Und dann haben wir vor, hier eine Theatergruppe einzuladen. Wir haben jetzt schon im Herbst eine Kabarettveranstaltung, die hier regelmäßig auch in der Gegend ist. Die wird das auch hier wieder abhalten. Auch für Vereinsfeste oder Familienfeiern möchten die Wirtsleute ihren Saal zur Verfügung stellen. Die Dorfschenke lädt an 3 Tagen in der Woche zum Verweilen ein. Im Moment ist es so geplant, dass Freitag, Samstag, Sonntag die Dorfschenke geöffnet hat. Wir werden hier im Saal ganz spezielle Veranstaltungen machen, also nicht nur unsere internationale Starparade. Wir werden Künstler aus der Region einladen, die bekannt sind. Wir werden für unsere Gäste Hochzeiten, Feiern aller Art hier gerne ausrichten, nicht nur im Saal, auch in der Gaststätte selbstverständlich. In der Gaststätte, wenn das Essen serviert ist, bei normalen geöffneten Tagen werden wir dann anschließend unsere Gäste auch besingen, unterhalten, dass sie sich richtig wohlfühlen. Neben dem Singen ist Kochen die zweite Leidenschaft von Jana Forgatsch. Im Gasthof steht sie nicht nur auf der Bühne, sondern auch am Herd. Es wird nur kleine ausgesuchte Speisen geben, eine ganz kleine Speisekarte mit frisch gekochten Speisen, also nichts aus dem Maggi-Glas. Und ich werde deutsch kochen, also vom Knödel über die Roulade bis zum Rumpsteak, wie auch immer, aber eben besonders. Mit seiner Küche und seinem Unterhaltungsprogramm soll der Gasthof über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt werden. Wir möchten gerne als Gasthof auch Ausflugsziel sein und mit Reiseunternehmen zusammenarbeiten und dann bei Kaffee und Kuchen unsere Starparade präsentieren und laden dann anschließend gerne noch zum Tanz ein. Den Sommerwind kann man sich in Beiersdorf künftig auch außerhalb des Gasthofs um die Ohren wehen lassen. Bei schönem Wetter lädt der Biergarten zum Verweilen ein. Der liegt hinter dem Haus und da fehlen eigentlich nur noch Tische und Stühle und eine flexible Zapfanlage, die wir dann raus und reinschieben können. Direkt nach der Veranstaltung gehen wir das an, dass so schnell wie möglich auch fertig wird. Dagegen ist im Inneren des Hauses schon alles bereit für den großen Eröffnungsball am Samstag. Restkarten gibt es noch im Gasthof an der Dorfstraße 37. Auch telefonische Vorbestellungen sind möglich. Welche Musik die Sommerwindbesucher künftig erwartet, verrät die Website von Jana und Peter Forgatsch. Einen Sommerwein haben die beiden ohnehin im Angebot. Und das sogar in zweifacher Hinsicht. Nach nur 2 Monaten Bauzeit und damit 6 Wochen früher als geplant, konnte die Sterner Straße gestern wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das erste Auto, was am frühen Nachmittag über die Kreisstraße zwischen Planitz und Stenn rollte, war ein roter F8 von 1953. In dem Oldtimer konnten sich Landrat Christoph Scheurer, Zwickaus Oberbürgermeisterin Pia Findeis und das Lichtentaner Gemeindeoberhaupt Inge Kraus persönlich von der Qualität der geleisteten Arbeit überzeugen.
Auf einer Länge von 490 Metern und einer Breite von 7 Metern war die ehemalige Huckelpiste grundhaft ausgebaut worden. Auch eine neue Straßenentwässerung wurde geschaffen. In ihren Grußworten bedankten sich der Landrat und das Zwickauer Stadtoberhaupt bei allen Bauausführenden für die schnelle Realisierung der Arbeiten und dafür, dass die Kosten im Rahmen geblieben sind. Die Bausumme belief sich auf 260.000 Euro und wurde mit 75% vom Freistaat gefördert. Werbung. Mit Ich und Ich war er ganz oben. Jetzt kommt Adel Tawil mit seiner Liedertour 2014 auf die großen Bühnen der Republik zurück. Er erzählt von seinem Leben, das eigentlich für zwei reicht. Erleben Sie den charismatischen Sänger und Songwriter, wenn er mit seiner Open-Air-Tour am 12. September Station auf Zwickaus Freilichtbühne macht. Karten gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job. Oh.
Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Weitere Informationen unter www.rosaxan.de oder rufen Sie uns an unter 07541 95 30 627. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. 60 Jahre Wohnen in Genossenschaften, das muss gefeiert werden. Am 6. September in der Stadthalle Zwickau mit der Münchner Freiheit. Und im Vorprogramm Geier Sturzflug. Zwei Legenden der neuen deutschen Welle kommen nach Zwickau. Am 6. September 19.30 Uhr. Karten zum Hammerpreis von 12,50 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Präsentiert von den Wohnungsbaugenossenschaften WEWOBAU, ZWG und WBG Zwickau-Land. Im Reinsdorfer Ortsteil Vielau müssen Autofahrer noch einen reichlichen Monat mit Verkehrseinschränkungen rechnen. Die Hauptstraße wird derzeit grundhaft saniert. Wer von der B93 in Wilkau-Haslau zur A72 gelangen will, muss in den nächsten Wochen noch einen längeren Umweg fahren. Der Baufortschritt ist allerdings schon deutlich erkennbar. Hier im Bereich des Schulzentrums sind die Arbeiter mit besonders umfangreichen Arbeiten beschäftigt. Seit Monaten. Wir haben also im April begonnen, sind jetzt über diesen Abschnitt Einmündung Neue Straße, Einmündung Gartenstraße. Wir müssen hier drei Stützmauern neu bauen. Zwei Bachstützmauern, die natürlich unwahrscheinlich viel Aufwand erfordern. Und die Stützmauer, wo wir den traditionellen Froschbrunnen haben. Und die Baumaßnahmen, dass die Kreuzung Neue Straße wieder offen sein soll, sollen Ende August pünktlich zum Schuljahresbeginn abgeschlossen sein. Bei der Sanierung geht es nicht allein um die Straße selbst. Auch im Untergrund wurde und wird noch einiges erneuert. Also die Wasserwerke Zwickau wechseln die Trinkwasserleitung auf der gesamten Länge. Und natürlich neue Gehwege mit Granitborden, alles was dazu kommt, sodass wir hier wirklich eine feine Straße erhalten. Die Anwohnerschaft ist darüber sehr glücklich. Die alte Halbstraße hatte schon Schäden, damit viel Lärm. Und wir wollen natürlich hoffen, dass das Wetter ganz einfach wieder besser wird, weil der Regen bremst uns. Regentage können wir ganz einfach nicht gebrauchen. Und für uns ist wichtig, dass, wenn die Schule wieder beginnt, dann die Kreuzungen offen sind, sodass die Eltern wieder normal ihre Kinder in die Schule, Kindertagesstätte oder Hort bringen können. Die Straßenbeleuchtung ist bereits erneuert, umgestellt auf moderne LED-Technik. Auch die Freileitungen wurden bereits beseitigt und im Erdreich verlegt. Auch wenn die Bauarbeiten einiges an Geld verschlingen, Reinsdorf kann sich über eine große Unterstützung freuen. Also die Kosten für die Gesamtmaßnahme der Halbstraße von Einmündung, Neue Straße, Gartenstraße bis Anbindung Gewerbegebiet Friedrichsgrün liegen bei über 3 Millionen Euro. Wir haben es geschafft, dass unsere Gemeinde 90% Förderung erhält und wir werden hier natürlich gefördert, insbesondere für Gehwege, den Anteil Stützmauerbauwerke und die Halbstraße, die eigentliche Straße finanziert der Freistaat Sachsen. Diese Arbeiten sind erst der erste Bauabschnitt. Der zweite folgt dann im kommenden Jahr. Im Frühjahr soll der nächste Abschnitt bis zum Gewerbegebiet Friedrichsgrün erfolgen. Mit dem Abschluss dieser Arbeiten ist im Herbst 2015 zu rechnen. Die Sanierung der Zwickauer Nikolaischule steht kurz vor dem Abschluss. Lehrer und Schüler können das Gebäude in der Katharinenstraße, das seit 2009 für rund 3,2 Millionen Euro komplett erneuert wurde, mit Beginn des neuen Schuljahres wieder nutzen. Die Bauarbeiten erfolgten in drei Abschnitten. Im Rahmen des Konjunkturprogramms 2 wurden von 2009 bis 2011 Fassade und Dach saniert, neue Fenster eingebaut, Brandschutzmaßnahmen umgesetzt und Teile der Turnhalle erneuert. Von September 2012 bis März 2013 wurde die Sanierung der Turnhalle fortgesetzt. Zuletzt erfolgte die komplexe Sanierung des Innenbereiches sowie die Überarbeitung der Außenanlagen.
Die Kreistagswahl vom 25. Mai wurde für gültig erklärt. Dies teilt der Vorsitzende des Kreiswahlausschusses mit. Das Ergebnis ist auf der Homepage des Landkreises unter Aktuelles nachzulesen. Auch die Wahl des neuen Zwickauer Stadtrates hat der Überprüfung durch die Rechtsaufsichtsbehörde standgehalten. Das durch den Gemeindewahlausschuss am 10. Juni festgestellte Ergebnis müsse nach der Wahlwiederholung in 4 Stadtbezirken am vergangenen Sonntag jedoch korrigiert werden. Für die 438.800 Schüler im Freistaat geht am Freitag das Schuljahr mit der Zeugnisausgabe zu Ende. Vom 21. Juli bis zum 29. August sind dann in Sachsen Sommerferien. Rund 16.000 Absolventen der Oberschulen und 13.300 der Gymnasien, Fachoberschulen und Kollegs haben damit außerdem ihre Schulzeit abgeschlossen. Am letzten Schultag wird es von 11 bis 16 Uhr wieder eine sogenannte Zeugnishotline geben. Die Regionalstelle Zwickau ist unter der eingeblendeten Rufnummer erreichbar. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Am Donnerstag lässt das Robert-Schumann-Konservatorium das Schuljahr wieder mit einem Hoffest ausklingen. Eröffnet wird das Fest um 15.30 Uhr von den Jüngsten der musikalischen Früherziehung. Den Abschluss des musikalischen Reigens bildet dann ab ca. 18.15 Uhr die Big Band Swing It, die schon bei der Veranstaltung Summer Swing bei Schumann für Furore sorgte. Unter dem Motto Ab in die Unterwelt finden am Samstag 2 Sonderführungen in den Meraner Höhlern unter dem Burgberg statt. Bergbauingenieur Manfred Höbald nimmt die Interessenten um 19.30 Uhr und um 20.30 Uhr am Eingang über dem Höhlermuseum am Teichplatz untere Mühlgasse 11a in Empfang. Werbung. Martin und Schwedler. Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Swinging Saxonia, das 8. internationale Swing-Festival, am 19. und 20. Juli im Schützenhaus Hohenstein-Ernsthal. Big Bands und Kombos aus West- und Osteuropa sowie Deutschland präsentieren den ewig jungen Swing und spielen zu Wertungsspiel, Konzert und Tanz. Samstag ab 19 Uhr startet das Big Band-Spektakel. Das Tanzbein darf geschwungen werden. Am Sonntag präsentieren sich ab 17 Uhr die 6 besten Big Bands und Kombos zum Preisträgerkonzert. Swinging Saxonia am 19. und 20. Juli im Schützenhaus Hohenstein-Ernsthal. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Mehr Infos unter www.saxoniade.de. Familienvater zu sein ist nicht immer einfach, aber manchmal einfach schön. Der Citroën C4 Picasso mit neuem Blue HDI-Motor und 7 Zoll Multimedia Touchscreen. Citroën, kreativ Technologie. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Schwimmen, saunieren, entspannen und wohlfühlen. Das alles können Sie im öffentlichen Spa- und Wellnessbereich vom Hotel Pension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg erleben. Täglich ab 8 Uhr lädt das Schwimmbad mit Sauna sowie Massagebereich zum Entspannen ein. Zudem bietet die gepflegte Einrichtung mit speziell ausgebildeten Schwimmlehrern und Physiotherapeuten Massagen, Baby- und Kinderschwimmen, medizinische Wassergymnastik und Aquajogging an. Informieren Sie sich auch unter www.schwimmhalle-flexig.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Sie planen ein Fest und wollen Ihre Gäste kulinarisch verwöhnen? Wie wär's denn mal mit Spanferkel oder Mutzbraten? Wir beraten Sie gerne und nehmen Ihre Bestellung für 15 Personen und mehr entgegen. Kontaktieren Sie uns einfach 14 Tage vor Ihrer Feierlichkeit und wir liefern die Köstlichkeiten direkt zu Ihnen nach Hause. Sie hat 3 Jahrzehnte Musikgeschichte geprägt. Nena, die ewig jung gebliebene. Mit dem Welthit 99 Luftballons begeisterte sie in den 80ern. Die 90er Jahre prägte sie mit ihrer Solokarriere. Jetzt ist sie mit einem furiosen Comeback zurück auf Deutschlands Bühnen. Seien Sie am 5. September dabei, wenn Nena die Freilichtbühne zum Kochen bringt. Karten gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem 3. Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur Wohnqualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Tele-Columbus präsentiert die superschnelle Doppelflat. Machen Sie jetzt den Sprung zu Internet mit bis zu 128 Megabit und zu unserer supergünstigen Telefon-Flatrate. Wechseln Sie jetzt zur Zweier-Kombi. Die Internet- und Telefon-Flat. Schon ab 19,99 € im Monat. Bestellen Sie jetzt unter www.telecolumbus.de oder in Ihrem Tele-Columbus-Shop. Tele-Columbus. Der Donnerstag beginnt wechselnd bewölkt, örtlich auch mit Gewittern. In der zweiten Tageshälfte bleibt es freundlich mit Höchstwerten bis 25 Grad. Dazu weht ein meist schwacher Wind aus Nord bis Nordwest. Hier sind die Wetteraussichten bis Sonntag. In den nächsten Tagen gibt es viel Sonne, kaum Wolken und sommerliche Temperaturen. Am Wochenende steigt das Thermometer bis auf 30 Grad. Tja, meine Damen und Herren, und so ziehen wir den Vorhang zu und hoffen, dass keine Fragen offen sind. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche eine schöne Zeit. Wir sehen uns morgen um 19 Uhr. Tschüss. Werbung. Television Zwickau.